Die größte deutsche Fluggesellschaft, Lufthansa, hat eine recht interessante Entscheidung für die Zukunft ihrer Langstreckenflotte getroffen. Und das wirklich Interessante daran ist ja, dass man damit nicht nur über die eigene Langstrecke, sondern über die der gesamten Lufthansa Group-Mitglieder entschieden hat. Und was man da jetzt für Flugzeuge kauft, welche Flugzeuge man dann im Gegenzug aber auch verkauft und wie die Maschinen dann unter den verschiedenen Lufthansa Group Airlines aufgeteilt werden könnten, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Begeisterte Kunden der Lufthansa Langstrecke können sich in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren über einige gewaltige Änderungen freuen. Denn jetzt, nach dem Airbus A350, kommt schon bald mit der Boeing 777X ein weiteres, neues Großraumflugzeug, zweistrahliges Großraumflugzeug der neuesten Generation auf die Lufthansa Langstrecke. Lufthansa wird dann einer der ersten Betreiber für die neue 777 sein und die erste Maschine wird höchstwahrscheinlich im Sommer 2020 ausgeliefert und wird dann ab Herbst 2020 auf der Lufthansa Langstrecke eingesetzt. Bestellt hat man davon bereits 20 Stück, für 14 weitere Maschinen hat die Lufthansa Optionen. Ja, und wo die Maschine dann stationiert wird, ob auch der Flughafen Frankfurt mal wieder als erstes eine neue Lufthansa-Maschine zu Gesicht bekommen wird, nachdem das ja jetzt beim A350 nicht geklappt hat, das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar, wird aber höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen entschieden, wenn man die Frage beantwortet hat, ob man mit der neuen 777 lieber den A340-300 oder doch eher die größere, in Frankfurt stehende Boeing 747 ersetzen wird. Eine Sache ist dann aber scheinbar doch schon klar, die ersten 7 Maschinen vom Typ 777X werden höchstwahrscheinlich ohne First Class ausgeliefert. Das wundert hier jetzt wahrscheinlich die wenigsten. Viel interessanter ist dann nämlich die neue Lufthansa Business Class. Diese wird die größte deutsche Fluggesellschaft dann mit der neuen 777X einführen und will damit mindestens zur Konkurrenz aufschließen und auf jeden Fall ihrem Ruf als 5-Star-Airline gerecht werden. Ob sie das dann auch wirklich schaffen kann, das werden sicherlich die Jungs von Global Traveler TV als erstes für uns herausfinden. Jetzt aber etwas zu den gestern erst beschlossenen Bestellungen bzw. zu der gestern erst veröffentlichten Entscheidung über neue Langstreckenflugzeuge. Lufthansa wird noch einmal Airbus A350 kaufen, davon in der Version A350-900 20 Stück. Aktuell fliegen bereits 14 Maschinen des Typs in den Lufthansa-Farben durch die Welt. Dazu kauft man das passende Gegenstück von Boeing, 20 Boeing 787-9. Und damit kauft man auch ein neues Flugzeug für die Lufthansa Group. Und das ist auch gleich mal der wichtigste Stichpunkt, denn das werden Flugzeuge für die Lufthansa Group, für die Airline-Gruppe. Das heißt, dass diese 20 Boeing 787-9 genauso wie aber auch die 20 A350-900 eventuell nicht nur in Farben der Lufthansa unterwegs sein werden, sondern auch in denen der Swiss und / oder in den Farben der Austrian Airlines. Beide Flugzeugtypen werden übrigens bei der Lufthansa mit Rolls-Royce-Triebwerken ausgestattet. Das ist hier also auch ein wichtiger Auftrag für den Motorenbauer. Ja, und mit dieser Entscheidung, 20 Maschinen vom Typ 787-9, also 20 Boeing-Flugzeuge und dazu 20 Airbus-Flugzeuge, das ist ja eine Entscheidung, die sich in den letzten Monaten schon durchaus angedeutet oder angekündigt hat. Damit macht man die Lufthansa Group Langstreckenflotte fit für die Zukunft, stellt sich auf der anderen Seite aber natürlich auch auf beiden Seiten gleichermaßen breit auf. Und wie wichtig das sein kann, das sehen wir jetzt bei der Boeing 737 MAX, bei der es ja durchaus sein kann, dass diese aufgrund eines entsprechenden Flugverbotes vielleicht ein paar Monate am Boden bleiben wird. Der Schaden, der dabei entstehen kann, wird hier bei diesem Flugzeugmodell noch so ein bisschen dadurch begrenzt, dass die Maschine 737 MAX noch gar nicht so verbreitet ist. Gerade im europäischen Luftraum gibt es einfach noch nicht so viele Maschinen vom Typ 737 MAX. Es sind knapp 350 Flugzeuge ausgeliefert, knapp 4.800 Maschinen sind dann noch bestellt. Also nur mal so, damit man eine Vorstellung hat, was da eigentlich noch hätte kommen können. Aber so eine Art Vorgeschmack, was das bedeuten kann, wenn so ein Flugzeugtyp mal komplett am Boden bleiben muss und man mit vielen Maschinen dieses Typs ausgestattet ist, das gibt uns jetzt beispielsweise Southwest Airlines, die knapp 40 Maschinen vom Typ 737 MAX haben oder hierzulande in Europa auch die TUI-Gruppe, die mit etwas mehr als 15 Maschinen vertreten ist. Das ist jetzt gerade im Sommergeschäft bei diesem größten europäischen Reisekonzern sicherlich eine nicht zu unterschätzende Größe, die man da an Flugzeugen verliert und um die man sich jetzt kümmern muss, um Ersatz kümmern muss. Aber zurück zur Lufthansa Group. Die Langstreckenflotte fit machen für die Zukunft heißt in diesem Fall nichts anderes als steigende Effizienz, weniger Verbrauch und damit auch eine positive Auswirkung auf die CO2-Bilanz der Fluggesellschaft. Und das soll am Ende des Tages dafür sorgen, dass auf der Langstrecke die Betriebskosten um bis zu 20% reduziert werden können in den nächsten Jahren. Dazu möchte man mit Hilfe dieser neuen Flugzeuge jetzt auch endlich mal auf der Langstrecke einen Verbrauch pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometern von unter 3 Litern erreichen können. Da liegt man aktuell noch bei etwas mehr als 3,5 Litern, ist also ein Riesenunterschied, den das hier machen würde. Ende des Jahres 2022 soll dann die erste Maschine aus dieser Bestellung zur Lufthansa Group kommen. Im Jahr 2027 wird es die letzte Maschine aus dieser Bestellung geben.
Was wir aber nicht vergessen dürfen, diese Veränderung in der Flotte, die kommt auch mit einem Verkauf von Flugzeugen daher. Denn die Lufthansa kann ja jetzt nicht immer nur einfach ungebremst weiter wachsen und neue Flugzeuge kaufen, sondern sie werden jetzt auch 6 Maschinen verlieren in den nächsten Jahren. Und das sind auch hier bei dieser Fluggesellschaft 6 Airbus A380. Wie auch immer der Deal da im Detail aussehen mag, den man mit dem Flugzeughersteller Airbus geschlossen hat. Für die Neubestellung von 20 A350 nimmt Airbus 6 A380 aus der Lufthansa-Flotte zurück. Ja, okay. Damit wird die Lufthansa-Flotte, die Lufthansa A380-Flotte, in naher Zukunft von 14 Maschinen auf 8 Flugzeuge reduziert. Auch das war irgendwo eine zu erwartende Entwicklung. Grund dafür ist auch hier die Wirtschaftlichkeit und die damit ja auch irgendwo verbundene Flexibilität, die die neuen Flugzeuge Boeing 787 und A350 im Gegensatz zum A380 bieten können. Im Jahr 2010 kam der erste A380 zur Lufthansa. Also wenn es hier ganz schlecht läuft, verbringt ein A380 bei Lufthansa auch nur gerade mal etwas mehr als 10 Jahre in der Flotte. Ja, schon ein bisschen schade. Ansonsten kann sich natürlich jeder Lufthansa-Fan auf der Langstrecke über einige spannende und interessante Änderungen in den nächsten Jahren freuen. Und ganz wichtig, ich betone es gerne nochmal, die Veränderungen werden auf der Langstrecke nicht nur bei der Lufthansa selbst, sondern in der kompletten Lufthansa Group stattfinden. Und wenn es dann genauere Informationen dazu gibt, wann, wo, welches Flugzeug genau eingesetzt wird, dann sprechen wir da natürlich nochmal ganz ausführlich drüber. Da dürfen wir sicherlich gespannt sein. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei und sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.